Liebe Geschwister, Imam Bukhari überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Rezitation des Koran versunken gewesen ist. Er reflektierte den Koran. Er reflektierte die Ayat, die über diejenigen sprachen, die sich von der Rechtleitung abgewandt haben, die sich haben abwenden lassen. Er rezitierte die Ayah aus Surat Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Als Ibrahim alayhi salam sprach und Allah Ta'ala gab diese Rede wieder: O mein Herr, sie, die Götzen, haben sehr viele Menschen in die Irre geleitet. Wer mir folgt, so ist er von mir. Liebe Geschwister, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Ayat reflektierte, fing er an zu weinen. Und er sagte: Ummati, Ummati, meine Gemeinde, meine Gemeinde. Die Umma, liebe Geschwister, bezieht sich auf zwei Gruppen. Zum einen all die Menschen, zu denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde. Also all die nachfolgenden Generationen, denn bis zum Tag des Gerichts, wie wir alle wissen, wird es keinen Propheten mehr geben. Das ist der weitere Begriff der Umma. Der engere Begriff der Umma, das sind diejenigen, die von diesen Adressaten, von dieser angesprochenen Gruppe, von all den Menschen, die nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Licht der Welt erblicken sollten, bis zum letzten Menschen, der diese Erde verlässt, dann, wenn sie in die ewige Erde umgewandelt wird, all diese Menschen sind vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angesprochen. Und diejenigen, die diesem Ruf Folge leisten, das ist die engere Gruppe, diejenigen also, die sich zum Propheten bekennen, sallallahu alaihi wasallam, der den Islam annehmen. Und der Prophet, er war besorgt um die Umma. Er trug die Sorge. Welche Sorgen haben wir, wenn wir nachts einschlafen, wenn wir morgens aufwachen, wenn wir durch den Tag gehen? Ja, was bringt uns zum Weinen? Was weckt unsere Emotionen? Sind wir besorgt um unsere Mitmenschen? Sind wir besorgt um unsere Gemeinde? Und Allah Ta'ala, er entsandte den Engel Jibril, Gabriel, alayhi assalam, und gab ihm mit, dass er dem Propheten sagen möge: Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Wir, Allah Ta'ala spricht im Plural des Majestätes als König, wir werden dich, O Muhammad, zufriedenstellen, was deine Umma anbelangt. Und wir werden dich nicht unzufrieden machen. Wir dürfen lächeln. Diejenigen, die sich zum Islam bekennen, dürfen lächeln. Alhamdulillah. Mögen wir diejenigen sein, die den Propheten zufriedenstellen, zufrieden machen, glücklich machen. War übrigens Imam Muslim, der dies verifizierte, nicht Bukhari. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er verkündete eine weitere frohe Botschaft. Er sagte: Tuba liman amana bi wa ra'ani marra. Frohe Botschaft oder Tuba für diejenigen, die Iman an mich verinnerlichten, die von meiner Gesandtschaft überzeugt sind und mich einmal gesehen haben. Das ist die Definition eines Prophetengefährten. Derjenige, der den Propheten sah und Iman an ihn hatte, überzeugt davon war, dass er Allahs Gesandter war. Und für diejenigen, die blind gewesen sind, die in seiner Präsenz gewesen sind und Iman an ihn hatten. Und er sprach weiter, und dieser Hadith ist unter anderem von Imam Ahmad aufgenommen worden, und andere Hadith-Wissenschaftler haben ihn auch für sahih erklärt, für authentisch erklärt. Er sagte weiter: وَطُوبَ لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي سَبْعَ مِرَارٍ. Und frohe Botschaft für denjenigen oder für diejenigen, die von mir überzeugt sind als den letzten Gesandten, aber mich nicht gesehen haben, und das siebenfach, im Sinne von
siebenfache frohe Botschaft. Siebenfache frohe Botschaft für diejenigen, die ihn nicht gesehen haben, aber von seiner Gesandtschaft überzeugt sind. Tuba wird von den Gelehrten verschiedentlich wiedergegeben und das sind einander ergänzende Definitionen. Es wird mit Glückseligkeit übersetzt, es wird mit dem Eingang in das Paradies oder mit dem Paradies übersetzt, es wird mit einem Baum vom Paradies wiedergegeben und mit der Güte. Und das alles vervollständigt einander. Ja? Die Glückseligkeit aufgrund dessen, dass man Güte empfangen hat und aufgrund dessen, dass man ins Paradies gekommen ist und im Paradies noch weitere Gaben erhält. Also Tuba ist quasi alles Gute, was man sich vorstellen kann. Und eine siebenfache frohe Botschaft für diejenigen, die Iman an den Propheten haben, obwohl sie ihn nicht gesehen haben. Allah Ta'ala weiß, warum unsere Herzen diese frohe Botschaft nötig hat. Er weiß, dass wir schwierige Zeiten durchmachen. Er weiß, dass es nicht leicht ist, auch in verschiedenen Welten zu leben. Er weiß, dass es nicht leicht für uns ist, Nein zu sagen oder Nein zu empfinden oder Nein zu leben. Er weiß, dass wir gewisse Begehrlichkeiten in unserem Herzen haben, ob sie gesund sind oder nicht. Und wir kämpfen mit uns, mit den Verführungen. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, er möchte uns motivieren durch diese Worte, durch diese Verheißung der frohen Botschaft, durch die Verheißung des Paradieses, durch die Verheißung eines Baumes im Paradies, durch die Verheißung der Glückseligkeit und der Güte. Und ich möchte noch eine weitere frohe Botschaft, ein weiteres Kompliment, ein weiteres Lob weiterleiten, was Allah Ta'ala seinen Propheten hat sagen lassen, wie Imam Muslim unter anderem verifizierte. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, als er mit seinen Prophetengefährten, mit einigen von ihnen zusammensaß, وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا. Ja, ich hätte es geliebt, unsere Brüder zu sehen. Und die Prophetengefährten, sie waren irritiert. Sie sagten, ja Rasulallah, alasna ikhwanak, o Gesandter Allah, sallallahu alaihi wasallam, sind wir nicht deine Brüder? Ja, innamal mu'minuna ikhwa, und die Mu'minun, die Imanhabenden, die Überzeugten, sie bilden eine Familie, sie sind Familie, sie sind Geschwister. Und die Prophetengefährten, sie fühlten sich ausgeschlossen. Ja, sind wir nicht deine Brüder? Sind wir nicht deine Geschwister? Sind wir nicht deine Schwestern im Glauben und Brüder im Glauben, im Dien? Hört, was er zu sagen hatte. Qala, bal antum ashabi. Vielmehr seid ihr meine Gefährten. Vielmehr seid ihr meine Gefährten. Wa ikhwani alladhina lam ya'tu ba'd. Und meine Brüder sind diejenigen, die noch nicht gekommen sind. Die noch nicht gekommen sind. Und er berichtet, dass er sie wird erkennen am Tage des Gerichts, wenn er am Becken wird stehen, wenn er aus seiner Hand trinken lässt, sodass danach nie wieder Durst verspürt wird. Und die Prophetengefährten, sie sahen diese Situation und sie stellten sich das bildlich vor. Und auch wir sollen uns das bildlich vorstellen. Wie wird er diese Menschen erkennen? Er kennt sie. Aber wie wird er denn die anderen Muslime erkennen? Und er beschrieb weiter, er gab ein Gleichnis von schwarzen Pferden mit weißen Blässen, glaube ich, heißt das in der Fachsprache, also mit weißen Stirnmerkmalen. Und er beschrieb die Muslime als solche leuchtende Male im Gesicht zu haben, durch was? Durch die Gebetswaschung. Und durch die Gebetswaschung und die Spuren, die Gebetswaschung hinterlässt, wird er die Brüder, seine Brüder, erkennen. Liebe Geschwister, Lob tut uns gut. Lob tut uns gut. Komplimente tun uns gut. Sie bauen uns auf.
Sie motivieren uns. Auch weil sie uns hin und wieder beschämen. Ja, wir kennen das alle, wir werden gelobt. Und dann denken wir, ja, aber er weiß nicht, dass ich auch Fehler mache. Oder er weiß nicht von meinen Sünden. Oder er weiß nicht, dass ich das vielleicht gar nicht geschafft habe aufgrund von so starker Kompetenz. Ich habe da vielleicht nur Glück gehabt. Aber man hört das Lob und durch dieses Schamgefühl, was dann entsteht, dass man sich so schämt, denkt man, ah, aber jetzt will ich erst recht mir das verdient haben, dieses Lob. Und dann, ja, dann tut man mehr. Man holt quasi das nach, was man verpasste, oder man holt das nach, was nötig ist, um eigentlich dieses Lob zu verdienen. Und so sollen wir mit diesen Hadithen umgehen, liebe Geschwister. Wir sollen jetzt nicht sagen, ach, ist ja schon irgendwie alles erledigt, wir sind die Brüder vom Propheten Mohammed, wir sind die Schwestern vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, und er hatte Sehnsucht uns gegenüber, ja? Ja, wadittu, ja, da ist das Wort wud mit dabei. Ja, die Liebe, ich hätte es geliebt, sie zu sehen. Ja, das wäre ein Genuss für mich gewesen. Ja? Wir werden durch solche Worte nicht irgendwie faul oder nachlässig oder klopft uns auf die Schulter. Nein, das machen wir nicht. Sondern was wir tun, wir sagen, Subhanallah, guck mal, wir werden dem Propheten begegnen. Sallallahu alaihi wasallam. Also Inshallah. Ja? Und dann, was dann? Weil in diesen Worten ist auch ein Auftrag. In diesen Worten ist auch ein Auftrag. Was dann? Dann soll er uns erkennen. Er soll uns erkennen an unserer Gebetswaschung. Ja, und ich mag die Übersetzung Gebetswaschung, ja. Wudu, da ist das Wort Salah nicht mit dabei, ja. Aber Gebetswaschung, weil wir dann verstehen, worum es geht. Es geht nicht nur um die Gesichtswaschung, sondern es geht um die Gebetswaschung. Es geht um eine Waschung, die wir deswegen vollziehen, weil wir uns auf das Gebet vorbereiten. Und wir beten deswegen, weil wir uns als Muslime verstehen und weil wir dankbar sind und weil wir mit Allah Ta'ala Kontakt haben wollen, zu ihm sprechen wollen und auch seine Antworten verstehen wollen, spüren wollen, spüren und dann verstehen wollen. Ja, denn wir wissen, wenn wir im Gebet die Al-Fatiha vortragen, Allah Ta'ala antwortet uns auf jede Aya. Allah Ta'ala antwortet uns auf jede Aya. Wie wir aus den authentischen Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wissen. Und wir wissen, dass Allah Ta'ala sich wie genannt hat, Al-Mujib, derjenige, der antwortet. Das ist eine Frage der Überzeugung, eine Frage des Iman, zu wissen, dass wir in einer Beziehung mit Allah Ta'ala stehen. Wir haben also diesen Auftrag, uns so vorzubereiten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erkennt. Allah Ta'ala sagt auch an anderer Stelle im Koran, Simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Ihre Merkmale sind in ihren Gesichtern aufgrund der Spuren der Niederwerfung. Aufgrund der Spuren der Niederwerfung. Ja, diese Aya wird manchmal sehr oberflächlich verstanden. Und jemand, der so eine große, nicht Schwellung hat, aber sagen wir mal Hornhaut auf der Stirn, oh, der ist damit gemeint. Den hat Allah Ta'ala gelobt. Aber wer die Worte der Großgelehrten liest, wird wissen, dass sie nicht oberflächlich den Koran verstanden haben. Und so gibt es den Ausspruch eines der Koran-Kommentatoren, ich meine, es wäre im Tafsir von Ibn Kathir, ja, dass solche Male Menschen haben können, die schlimmer als der Pharao sind. Ja, so schlimmer als Menschen, die sich selbst zum Gott erklärt haben und Menschen versklavten und ermordeten und Propheten wie Musa alaihi salam, ablehnten nach deutlichen Zeichen. Ja? Diese Aya verstehen wir also nicht oberflächlich. Wenn wir den Tafsir Ibn Kathir beispielsweise, den Kommentar Ibn Kathirs aufschlagen, so werden wir die Worte der Prophetengefährten und der großen Koran-Kommentatoren nachvollziehen können. Und sie sagten ja, dass man das am Gesicht erkennt. Ja? Am Gesicht erkennt, am Menschen erkennt. Ah, das Gebet wirkt auf ihn ein. Dieser Mensch, ja, das Gebet wirkt auf ihn. Also, manche Männer, die kennen das vom Fitnessstudio, die sagen, der schluckt gerade Anabol. Oder der spritzt sich gerade Anabol. Ja? Oder andere, ah, ja, du hast gerade diese Kur gemacht. Ja, oder ah, du machst gerade eine Hautmaske, etc. Ja, man sagt, ah, man spürt eine Auswirkung. Und haben wir diese Auswirkung auf uns?
Spüren wir diese Auswirkung auf uns? Spüren wir es in unserem Gesicht? Spüren wir es in unseren Taten? Und dieser Jenseitsbezug, der soll uns begleiten, liebe Geschwister. Wir machen die Gebetswaschung also in Zukunft nicht nur, um uns für das Gebet vorzubereiten, sondern wir machen die Gebetswaschung, Al-Wudu, auch dafür, damit wir erkannt werden, damit wir eine schöne Begegnung haben mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn wir alle wollen ihm begegnen. Ja? Wenn wir länger nachdenken, wollen wir ihm alle begegnen. Natürlich, wir sind vielleicht durch den Alltag dazu nicht inspiriert, sondern wir sehen die Stars und die Sternchen und ja, und dann, oh komm, wir gehen dorthin und dann wird live dort und dies und der wird da sein und Meet and Greet und VIP und was weiß ich. Ja? Aber wenn wir zur Ruhe kommen, dann wollen wir den Propheten sehen, sallallahu alaihi wasallam. Wir wollen eine schöne Begegnung haben. Wie wird das sein, wenn er unsere Spuren im Gesicht erkennt? Durch die Gebetswaschung, durch das Gebet. Und er uns zu trinken gibt von seiner subhanallah Hand. Lass uns diesen Moment uns vorstellen. Und alle anderen Momente, die mit dem Jenseits zu tun haben, die Allah Ta'ala uns mitgibt. Wenn Allah Ta'ala vom Yawmuddin spricht, vom Tag des Gerichts spricht, vom Yawmul Qiyamah spricht, vom Tag der Auferstehung, vom Tag des Stehens spricht, wenn er von der Waage spricht, ja, die Waage, die die Taten nicht zählt, sondern abwiegt. Wie schwer wog diese Tat? Ja, es wird von der Prostituierten berichtet, die einen durstenden Hund vorfand. Ja, und sie war, wie gesagt, in einem der schlimmsten Berufszweige unterwegs. Ja, im Berufszweig der Verführung, welche auch Familien beeinflusst und zerstört und zerstörerisch in Familien und in Gesellschaften hineinwirkt. Aber wie der Prophet berichtete, sie sah diesen Hund, der durstete, und sie klemmte sich ihre Sandale zwischen die Zähne, stieg einen Brunnen herab, setzte sich auch einer Gefahr aus, füllte diese Sandale mit Wasser und ging wieder hoch, um einem Hund Wasser zu geben. Und diese Tat, weil sie für Allah Ta'ala war. Diese Frau tat das um das Wohlgefallen Allah Ta'alas Willen. Und Allah Ta'ala ließ diese Tat überwiegen, ihre anderen Sünden überwiegen. Was tun wir in die Waagschale hinein, liebe Geschwister? Jeder soll sich das fragen, was tue ich in die Waagschale hinein? Wie mache ich mich erkenntlich? Wie mache ich mich kenntlich? Ja, wir alle ziehen uns an, um uns auch erkennbar zu machen. Ja? Der eine zeigt seine Sportart, die er gerne praktiziert, ja? Oder sein Hobby, oder man repräsentiert seinen Beruf, oder seine Herkunft, seine ethnische Herkunft, das alles irgendwo gewöhnlich, alles irgendwo okay, ganz normal. Und genauso sollen wir auch im Religiösen denken, was spiegelt unsere Religiosität wider? Woran kann man erkennen, dass ich religiös bin? Woran wird man am Tage des Gerichts erkannt sein? Was hat man sich angeeignet? Was hat man sich angeeignet? Und wenn wir diesen tagtäglichen Jenseitsbezug haben, dann werden wir ein ganz anderes Leben leben. Dann werden wir auch sogar im Diesseits erfolgreicher leben. Denn es gibt auch die Gruppe von Menschen, die beides sich vermasselt. Das Jenseits sich vermasselt und das Diesseits sich vermasselt. Gar nichts aus sich macht, weder so noch so. Allah Ta'ala warnt uns durch eine weitere Begebenheit, die er uns in unsere Zeit hineinbegibt. Die er uns, also etwas, was für uns in Zukunft passieren wird, gibt er in seinem ewigen Wort uns mit, damit wir uns jetzt bereits darauf vorbereiten. In Surah Al-Furqan heißt es: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen, oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. Oh, wehe mir, hätte ich doch nicht den und den zum Freund genommen. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Und der Satan pflegt den Menschen stets im Stich zu lassen. Dieses Bild von demjenigen, der bereut und sich in die Hände beißt am Tage des Gerichts. Ja? Ich habe jemanden kennengelernt, der hatte viele, viele Sorgen gehabt, Depressionen gehabt und er trug Narben. Ja, er trug Narben und frische Wunden daher, dass er sich ständig in die Hände biss, weil er so gewisse Dinge irgendwie verarbeitete, seine Gefühle so verarbeitete oder zum Ausdruck kommen ließ. Und dieses Bild, liebe Geschwister, ja, es ist ein menschliches Bild, was universell verständlich ist. Der Mensch, der vor Reue, ja, irgendwo diese Reue, dieses Bereuen irgendwo hinstecken muss und sich dann selbst in die Hände beißt. Das für denjenigen, der bereut. Warum? Weil er eigentlich die Möglichkeit hatte. Und subhanallah, wir leben ja in der Zeit quasi der unbegrenzten Möglichkeiten. In einer Situation der unbegrenzten Möglichkeiten. Gerade wir hier in Deutschland, unbegrenzte Möglichkeiten. Ja, wir können uns bilden und wir können arbeiten und wir können diese und jene, ja, exotischen Hobbys nachgehen, Klettern und Kanu und Paragliding und ja, alles Alhamdulillah, wunderbar, im Rahmen des Halal, ja, achtet auf TÜV-geprüfte Sicherheit und übertreibt es nicht mit dem Risiko und ja, wir haben so viele Möglichkeiten. Aber wie werden wir über all diese Möglichkeiten denken und gerade über die religiösen Möglichkeiten denken? Und die weltlichen Möglichkeiten sind auch religiös. Über berufliche Möglichkeiten, die wir haben, über Bildungsmöglichkeiten, die wir haben. Für die andere wortwörtlich ihr Leben aufs Spiel setzen, für die andere wortwörtlich sterben, um in das Land dieser Möglichkeiten zu kommen. Werden wir auch zu denjenigen zählen, die sich ihre Hände zerbeißen und bereuen und dann nachzeichnen, ah, wie ist es passiert, ah, mit dem und dem habe ich abgehängt. Und die haben mich weggebracht von dem, was ich eigentlich hätte durchführen müssen, nach dem, was ich eigentlich hätte nachgehen sollen, umsetzen sollen. Wenn wir diese Gedanken jetzt haben, werden wir später nicht bereuen müssen. Wenn wir diese Situationen ernst nehmen, liebe Geschwister, dann werden wir ein gutes Leben leben. Dann brauchen wir nicht in Reue zurückzuschauen. Allah Ta'ala sagt im Koran in Surat Al-Kahf in der Höhle: وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Und das Buch wird quasi aufgeschlagen, wird aufgelegt. Dann siehst du die schwer Verfehlenden voller Furcht vor dem, was in ihm ist. Ein Buch, was aufgeschlagen wird, was dargelegt wird. Und sie sagen, unser Untergang, was ist das für ein Buch, das weder kleine noch schwere Verfehlung weglässt, ohne sie umfassend zu erfassen. Jede Kleinigkeit, liebe Geschwister, steht in diesem Buch. Und jeder von uns hat ein solches Buch. Und erst recht die großen Angelegenheiten. Und sie fanden präsent, was sie taten. Und dein Herr fügt keinem Unrecht zu. Das ist kein Unrecht von Allah Ta'ala. Sondern er gibt das wieder, was wir gelebt haben in diesem Buch. Und sollten wir darin Schlechtes vorfinden, wen sollen wir tadeln außer uns selbst? Auf wen sollen wir wütend sein?
Wer soll uns enttäuscht haben, außer wir selbst? Denn Allah gab uns die Wahl. Und diese Formulierung, ja, dass man das Hadira, präsent, es wird da sein. Und wir leben in einer Zeit, die Zeit der Verdrängung. Ja, und das schlechte Gewissen wäre etwas, was schlecht ist und hätte mit irgendwelchen schlimmen Erfahrungen in der Kindheit zu tun. Und das Gefühl, einen Fehler begangen zu haben oder sich zu schämen für etwas, ja, das ist gesellschaftlich mitgegeben und man soll sich von solchen, von dieser Art von schlechtem Gewissen befreien. Man soll sich nicht mehr schämen, ja, für gewisse Dinge. So dieser Zeitgeist, liebe Geschwister, der das gute, schlechte Gewissen tötet, für unnötig erklärt, für überholt erklärt, für ja, konservativ und traditionell und überholt. Aber nein, das ist die urinnerste Stimme in uns selbst drin. Mit unserer Seele untrennbar verbunden. Wir können sie nur zuschütten und betäuben und ablenken und diese Stimme verdrängen und weg von ihr gehen. Aber sie wird immer bei uns sein. Wir können nicht vor uns selbst weglaufen, so wie Allah Ta'ala uns erschaffen hat. Wir können nicht vor dieser Stimme weglaufen. Werden wir also auch zu denjenigen zählen, die bereuen müssen, weil sie ihr Lebensbuch voller Schlechtigkeiten vorfinden werden und ihre Taten präsent finden werden als schlecht? Stellt euch vor, eure Tat wäre eine Person. Wie würde diese Person aussehen? Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb, dass im Grab die eigenen Taten zu einer Gestalt werden. Und wenn die Taten gut gewesen sind, so werden die Taten eine schöne Gestalt sein, die angenehm riecht und die einem gute Gesellschaft leistet. Und wenn die Taten schlecht gewesen sind, ja, dann wird diese Gestalt uns heimsuchen. Dann wird sie uns, ja, ihre Anwesenheit wird eine Quälerei für uns sein. Aber warum? Weil auch unsere Taten eine Quälerei letztendlich gewesen sind. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Und am Tage der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Lies dein Buch, du selbst genügst heute als Abrechner für dich. Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Der Jenseitsbezug. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Menschen, die lügen, und wir wissen, was eine Lüge bedeutet. Eine Lüge bedeutet immer einen Schaden. Teilweise einen Schaden, der nicht mehr richtig zu beseitigen ist. Es kam vor, dass jemand eine andere Person verleugnete. Und dann nach längerer Zeit bereute sie und ging zu der Person hin und sagte, weißt du was? Du weißt ja, was ich über dich gesagt habe. Ich bereue das. Verzeihst du mir? Die Person sagte ja. Aber unter zwei Bedingungen.
Die erste ist, dass du morgen zu mir zum Essen kommst und auf dem Weg ein Kissen öffnest und die Federn auf deinem Weg verteilst. Und der Mensch sagte, zum Essen eingeladen sein, wundervoll. Und nachdem sie miteinander aßen, sagte er, dann werde ich mich verabschieden, aber ich frage mich, was ist die zweite Bedingung? Und die Person sagte, nun auf deinem Rückweg möchte ich, dass du den Kissenbezug nimmst und die Federn, die du verteilt hast auf deinem Weg hierher, wieder reintust. Die Person sagte, das ist unmöglich. Der Wind hat die Federn überall hingeweht. Ja. Und er sagte, und was ist mit dem, was du über mich gesagt hast, was jetzt in alle Winde verstreut ist? So, ich vergebe dir, aber wie willst du das wieder gut machen? Erklär. Ja. So eine Person, die rumgeht und Lügen erzählt. Am Tage des Gerichts wird ihr Gesicht entfernt. Und zwar schmerzhaft. Schmerzhaft. Nase und Wangen und ja, das Gesicht insgesamt. Es wird erklärt. Es ist ein authentischer Hadith. Warum gibt uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam solche Hadithe mit, liebe Geschwister? Weil wir Menschen oft eine solche Warnung brauchen. Wir sind so. Wir kommen nicht nur mit Belohnungen klar. Es gibt kein Rechtssystem auf Erden, was einfach nur Belohnungen auflistet. Wenn ihr dieses und jenes tut, bekommt ihr diese und jene Belohnungen. So funktioniert der Mensch nicht. Der Konsens aller Zeiten und aller Völker. Kein Volk funktioniert so. Kein Rechtssystem funktioniert so. Sondern es gibt immer irgendwo Strafen, die angedroht werden für definierte Verbrechen oder Überschreitungen. Und deswegen, das ist eine Barmherzigkeit. Weil manchmal sind wir vielleicht verführt zu lügen. Oder es macht irgendwie Spaß in irgendeiner Form. Oder man fühlt sich genötigt. Man meint, man wäre genötigt. Ja? Aber wenn man dann denkt, oh, das wird mir möglicherweise passieren, wenn Allah mir nicht vergibt. Und wer hat die Garantie? Ja? Wer hat die Garantie? Der Prophet hat nicht gesagt, allen wurde vergeben am Tag des Gerichts, sondern er beschreibt, dass einigen eben nicht vergeben wurde. Das hält einen dann davon ab. Haben wir diesen Jenseitsbezug in unserem Alltag? Wenn der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu Abu Huraira, der gerade dabei war, eine Pflanze einzupflanzen. Er sagt ihm, was machst du da? Und er sagt, ja, ich pflanze gerade etwas ein. Und der Prophet sagte zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, ich werde dir auch das Einpflanzen lehren, was aber noch besser und bleibender ist. Ja? Er sagte, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah und Allahu Akbar. Dass diese Gottgedenken einen Baum im Paradies bedeuten. Diese bedeuten einen Baum im Paradies. Wenn wir Allahu Akbar sagen, wenn wir La ilaha illallah sagen, wenn wir Alhamdulillah sagen, wenn wir Subhanallah sagen, ja, und Alhamdulillah und Subhanallah ergänzen sich übrigens. Ja? Alhamdulillah, also alles Lob gebührt Allah, das heißt, man bestätigt die Eigenschaften Allahs und deswegen gebührt ihm alles Lob. Und Subhanallah im Sinne von gepriesen ist Allah, darin ist beinhaltet, dass Allah Ta'ala freigesprochen wird von allen Mängeln und Fehlern. Ja, diese Worte ergänzen sich. Das eine ist hat eine bestätigende Natur und das andere eine negierende, eine verneinende Natur. Wenn wir also Dhikr machen, liebe Geschwister, ja, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, das sind die Basic Dhikrs. Ja, jeder kennt die. Auch Nicht-Muslime kennen die mittlerweile. Sagen Bismillah, Mashallah, Alhamdulillah. Das ist jetzt alles weit verbreitet. Alhamdulillah. Ja, gehört zum Allgemeinwissen. Dadurch pflanzen wir Bäume im Paradies. Da nun wieder der Frühling angefangen hat, geehrte Geschwister, möchte ich davor warnen, dass wir zu locker werden und uns unseren Trieben hingeben und uns der Versuchung aussetzen und aus einem Gedanken einen Blick werden lassen und aus einem Blick einer
Kontaktaufnahme werden lassen und aus einer Kontaktaufnahme eine Berührung werden lassen, ja, ein Händchen halten werden lassen, und den Rest der Geschichte sollt ihr euch nicht zu Ende denken, sondern ihr sollt beim Gedanken bereits aufhören. Ja? Der Frühling kommt und die Hormone spielen verrückt. Bereitet euch vor, lebt ein Familienleben, lebt ein ausgeglichenes Leben, schützt euch durch harte Arbeit und gleichzeitig Entspannung und Verantwortung in der Gemeinde, Verantwortung für die Menschheit. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, إِذَا زَنَى الرَّجُلْ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَذُلَّ فَإِذَا قَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ. Dass wenn jemand Unzucht begeht, was passiert? Der Iman einer Person geht aus dieser Person heraus und schwebt über ihm wie eine Art Wolke. Und erst wenn er wieder damit aufhört, kehrt sein Iman zu ihm zurück. Es gibt keinen warnenderen Hadith vor Sinna als diesen hier. Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Vielleicht ist es nur meine persönliche Auffassung. Ich kann jetzt keinen Gelehrten an dieser Stelle zitieren, aber hier geht es um Iman. Und Iman ist das Wertvollste, was wir haben, liebe Geschwister. Mit dem Argument sage ich das. Ja? Unser Iman gerät in Gefahr, wenn wir uns in bestimmte Leidenschaften hineinbegeben. Also das, was Leiden schafft. Allah Ta'ala möge uns davor bewahren.